Freunde und herzlich willkommen zur Folge Nummer 18 auf der LS19 Ravenport. So, wir starten heute mit dem Pflügen. Jetzt muss ich mal eben überlegen, da wendet er sich sehr schön. Wollt ihr ihn jetzt nicht hier in den Boden hauen aus Versehen? Denn ich weiß ja nicht, ob ich nicht vielleicht schon mal irgendwann... Oh gut, ich muss es mal ausprobieren. Ich würde mich nämlich ärgern, wenn ich hier aus Versehen alles kaputt flüge. Sagen wir es mal so. Ja, dann flügen wir hier mal ordentlich das Feld um. Runter mit der Wiese. Wird auch ein Weilchen dauern. Das ist tatsächlich eine Aufgabe, da werden wir wohl keine zwei Folgen von machen, denn das ist in zwei Folgen auch nicht abgehandelt. War gut, dass man nicht so oft flügen muss. Wobei wir irgendwann wahrscheinlich damit leben müssen, dass wir ja, flügen einfach Zeit dauert und müssen wir mit, wieso ist das so krumm? Das ist aber vom Feld so gegeben. Habe ich nämlich eben gesehen. Aber ich will gar nicht, nein, ich will nicht noch weiter rüber. Ich hau mir hier Ecken rein. So, die andere Frage ist natürlich, vielleicht könnte ich auch einfach den Helfer einschalten. Und dass wir uns währenddessen, der hier ein bisschen am Pflügen ist, um die Schafe kümmern. Wobei ich jetzt tatsächlich die eine Folge, die pflügen wir jetzt einfach. Danach lasse ich den Helfer arbeiten, dass wir uns in der nächsten Folge um die Schafe kümmern können. Ich denke, das ist ein Plan. Ich hoffe, dass der Helfer nicht zu teuer wird. So, jetzt haben wir immer noch nicht erwischt. Na, meine Fresse. Jetzt aber. Dann machen wir das jetzt mal ein bisschen so. Egal wie krumm das ist, ich versuche jetzt hier einfach breitestmöglich zu fahren, um effektiv zu arbeiten. Ich bin gespannt, wie lange sich die ganze Nummer jetzt ziehen wird. Ich hoffe, dass ich jetzt wenigstens bis zur Hälfte komme. Dass der Helfer nicht mehr ganz so viel machen muss. Desto billiger wird es ja auch für uns. So, das haben wir auch erwischt. Und weg ist die schöne Wiese. Ja, so ein richtig großer Flug, so wie ich ihn mir genommen habe, hier die 10 Meter Arbeitsbreite, wo ich das Feld 3 nochmal machen musste, was ich ja offscreen gemacht hatte, hat mal vor ein paar Folgen, da hatte ich ja anscheinend vergessen zu speichern oder das Spiel hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, hat mir zwar gesagt, ich habe gespeichert, aber hat irgendwie wahrscheinlich die Datei nicht abgelegt oder so, keine Ahnung. Mit dem 10 Meter Flug macht das schon richtig Spaß, wenn man dann also guckt, was man da für ein schönes Stück mit reißen kann mit 10 Meter. Das ist schon geil. Wird aber noch lange, lange dauern. Den Flug selber kaufen ist ja nicht das Problem. Einen Schlepper haben, der das Ding bewegt. Auf dem Acker. Das wird unser Problem sein, bis wir uns sowas leisten können. So. Ja, wir haben den zweiten Weihnachtsfeiertag, Leute. Letzter Tag Weihnachten, dann ist der große Spuk wieder vorbei. Habt ihr denn auch schon schöne Sachen zu Weihnachten bekommen? Wurdet ihr reichlich beschenkt? Wart ihr auch alle artig und brav? Hat der Weihnachtsmann euch schöne Geschenke dagelassen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht sind ja auch Leute dabei von euch,
die kein LS19 hatten und es jetzt zu Weihnachten bekommen haben. Die würden sich wahrscheinlich oder freuen sich jetzt wahrscheinlich riesig, dass sie selber auch wieder spielen können. Vielleicht haben sie ja vorher den 17er schon gezockt. Auch das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wer von euch hat LS19 zu Weihnachten bekommen? Würde mich ja mal wirklich interessieren. So, wenn ich in dem Tempo weitermache, komme ich halbwegs zügig voran. Bis zur Hälfte könnte realistisch sein. Hoffen wir es einfach mal. Will nämlich den Helfer gar nicht so viel arbeiten lassen. Weil der ist teuer. Das habe ich ja auf jeden Fall beim letzten Mal schon festgestellt, als ich ihn habe ein bisschen arbeiten lassen mit dem 10-Meter-Flug. Da ging das Geld gut weg. Was wir im Moment gar nicht so viel haben. Wie gesagt, wir haben ja auch noch große Ausgaben vor uns stehen. Schafe, Schafweide. Ja gut, ein Wasserfass dürfte wahrscheinlich gar nicht jetzt so viel kosten. Hoffe ich jetzt auch einfach mal. Wir müssen gucken, wo wir Wasser herbekommen. Ob wir uns eventuell noch einen Hydranten auf den Hof stellen oder ob wir hier, ich sehe auf der Karte, da unten ist ein, ja, man kann es jetzt nicht Fluss nennen, aber da ist eine Einmündung vom Meer. Vielleicht können wir dahin fahren, uns Wasser holen. Ansonsten müssen wir uns tatsächlich halt noch eine Wasserquelle kaufen. Die würde ich tatsächlich auf dem Hof dann auch. Ja, wobei es macht halt nicht so viel Sinn. Also das Wasserfass kann im Moment ja bei den Schafen stehen bleiben. Das müsste gar nicht mit zum Hof. Allerdings jetzt hier auf der Wiese einen Hydranten platzieren oder so, ist halt auch ein bisschen uncool. Wenn wir später unsere Tierfarm haben, wo wirklich alle Tiere beisammen sind, da macht das dann schon wirklich Sinn, dass wir alles, was die benötigen, auch da vor Ort haben. Dass wir bis dahin vielleicht auch irgendwo ein Ballenlager haben, was dann da hinkommt. Ein Lager ja, Frucht, also ja, so ein kleines normales Silo vielleicht zum Beispiel. Dass wir auch dann nicht jedes Mal zum Hof eiern müssen, wenn wir da die füttern wollen. Wer hat denn hier gerade gehupt? War ich das? Anscheinend. Oder ich habe irgendwas gehört, was nicht da war. Ich meine aber, ich habe irgendwas hupen gehört. Da habe ich gar nicht die Taste gedrückt. Bin da nicht mal drauf gekommen, nicht mal annähernd. Ja, das war halt dann alles vor Ort haben. Also den würde ich auch richtig, richtig geil einrichten wollen. Dass das nochmal ein separater, großer Hof wird mit allem drum und dran. Oder wir vielleicht irgendwann mal einfach mit allem auch umziehen. Das war, wenn man sich jetzt. Ja, wenn wir uns mal Feld 8 angucken. Feld 8 oder. Feld 4 wäre eigentlich auch, denke ich, groß genug, um den kompletten Hof mit Tieren und allem Pipapo, was wir brauchen, da hinzuziehen. Vielleicht hätte ich es auch gleich machen sollen, mir so ein großes Feld holen, aber ich dachte mir, nee, halten wir den Ball erstmal flach und nehmen uns nur so einen kleinen Hof. So, jetzt hat er irgendwie wieder mal Tasten nicht anerkannt. So. So. Ich sag das so gerne. Ja, Hälfte haben wir gleich. Also, ja, okay, das Feld ist ja auch nicht sonderlich groß. So, dass wir bis zur Hälfte kommen, die andere Hälfte dann der Mitarbeiter, den wir noch nicht eingestellt haben. Da führe ich dann gleich nochmal ein kleines Bewerbungsgespräch und dann
wird der das hier weiterarbeiten. Das wird dann sein Praktikum sein. Bezahltes Praktikum. Er kriegt halt gut Geld für sein Praktikum, dass er hier so ein bisschen pflügt. Und wir können dann in der nächsten Folge den Schafplatz platzieren, die Schafweide platzieren. Und gucken, dass wir die schon mal versorgt bekommen. Oder beziehungsweise erstmal auch Schafe ja kaufen. Ich will halt auch tatsächlich nicht alles Geld ausgeben, wobei wir haben natürlich auch die Option auf Kredit noch. Mann, jetzt ist schon wieder achtmal die Taste gedrückt, jetzt will er sie wieder nicht mehr richtig anerkennen. Wir haben ja natürlich die Option auf Kredit noch. Möchte ich, wenn es geht, vermeiden, dass wir einen Kredit aufnehmen müssen. Ich sage jetzt aber mal, wenn wir jetzt tatsächlich nur die Weide und 10 Schafe uns leisten können, dann würde ich schon ein bisschen Kredit nehmen, dass wir wenigstens auf 25 Schafe kommen oder 30 und wir noch ein bisschen Geld über haben, ja, Taschengeld für weitere Sachen wie Kalk, Saatgut, Dünger werden wir auch noch wieder brauchen. Schade, dass es da nicht schon vom Spiel selbst, wie jetzt die Kalkstation, auch Düngestation, dass man das auch lose einkaufen kann. Würde ich sehr gerne machen, um mir alleine dieses ganze Palettengeeier zu ersparen. Was wir auch noch machen müssen. Sobald hier die Felder oder das Feld eingesät ist und der ganze andere Kram am Wachsen ist, haben wir wirklich noch viel zu tun. Kalk besorgen, Düngerpaletten fahren, Saatgutpaletten fahren. Das sind alles noch Arbeiten, die anstehen auf jeden Fall. Dann müssen wir die zweite Düngestufe noch austragen bei den anderen beiden Feldern. Das wird dann auch noch kommen. Und ich hoffe, dass wir bis dann, wenn wir das alles durch haben, auch bald ernten können. Dass wir gar nicht so viel Leerlauf haben. Dass wir uns auch generell hier gar nicht mit jetzt Aufgaben anderer Höfe oder Felder beschäftigen müssen. Ich möchte hier wirklich versuchen, so autark, eigenständig, wie es nur geht, zu arbeiten. Ja, die Hälfte haben wir jetzt tatsächlich gleich erreicht von dem Feld. Ich bin begeistert. Allerdings ist die Folge auch gleich um. Schade eigentlich. Diese 15 Minuten, die gehen so schnell. Ich hatte ja schon immer meine Probleme mit der halben Stunde. Als wir LS17 aufgenommen haben oder als ich LS17 aufgenommen habe und auch die anderen Sachen, diese halbe Stunde, das ging schon immer so mordsmäßig schnell. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich nichts geschafft habe. Hier hält sich das halbwegs in Grenzen mit der Viertelstunde. Die vergeht zwar auch super schnell. Ich habe aber jedes Mal das Gefühl, du hast auch was geschafft. Also man kann sehen, dass man was geschafft hat. Das war beim LS17 irgendwie nie so. Ja, wir können noch mal ein schickes Foto machen. Oh, stopp, Moment. Ich wollte nicht komplett aus der Spur rausfahren. Das macht gleich wieder nur Ärger. So. Bitte bleib so. Und dann machen wir das Foto so. Zack. Ja, die Bahn ist schön krumm und schief. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, dass die da jetzt eben echt gerade war. Und wegen des Fotos versaue ich es mir wieder. Was macht nichts, der Helfer darf ja eh gleich weitermachen. Na, wollte jetzt wieder die Taste nicht annehmen hier? Bitte in die Erde mit dem Flug. Ja. Okay, meine Freunde, dann verabschiede ich mich für diese Folge.
Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Denkt dran, in die Kommentare zu schreiben, was waren eure Weihnachtsgeschenke? Wer hat LS19 geschenkt bekommen? Habt ihr Mods gefunden, die ich vielleicht mit reinnehmen sollte, die wir gebrauchen können, die einfach nur cool sind oder praktisch? All sowas, haut mir es in die Kommentare, freue ich mich drüber. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, dann lasst doch auch gerne ein Däumchen da, so wie ein kostenloses Abo, falls ihr vielleicht das erste Mal dabei seid und noch nicht abonniert habt. Haut ein Abo raus, macht die Glocke an, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn was Neues auf meinem Kanal passiert und ihr nichts verpasst. So, dann wünsche ich euch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.